Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, was steckt hinter dem Begriff des Mehrkanalvertriebes? Unter dem Begriff Mehrkanalvertrieb wird die Vernetzung aller Verkaufskanäle verstanden. Und durch das parallele Anbieten von unterschiedlichen Kanälen wird dem potenziellen Käufer die freie Wahl des Unternehmens und auch des Produktkontaktes inklusive des damit verbundenen Absatzweges überlassen. Als Synonym für den Mehrkanalvertrieb dienen die Begriffe Mehrkanalmarketing oder aber auch Multichannel-Marketing. Aufgrund des sich laufend und immer schneller veränderten Einkaufsverhaltens der Konsumenten ist es heute unumgänglich, den potenziellen Kunden die unterschiedlichen sogenannten Customer Touchpoints anzubieten. Und dies gilt im Übrigen für den vollständigen Kaufzyklus, also beginnend bei der Nachfragegenerierung bis hin zum Kundenservice nach dem erfolgten Verkaufsabschluss. Und die wohl größte Herausforderung des Mehrkanalvertriebes ist die laufende Koordination dieser einzelnen angebotenen Kanäle. Hier ist vor allem darauf zu achten, dass die potenziellen Käufer in allen angebotenen Kanälen auf denselben Informations- und Angebotsstand gelangen. Als Fazit kann man noch festhalten, dass sich das laufend veränderte Konsumentenverhalten es unumgänglich macht, dass sich Unternehmen mit dem Verhalten der Kunden beschäftigen, sich an das Verhalten der Kunden anpassen und damit einhergehend auch die angebotenen Verkaufskanäle dementsprechend adaptieren. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal Businessfragen abonnieren.